15 Jahre, 14 Autos. Der AMZ oder das Projekt Formula Student ist mittlerweile ein sehr traditionsreiches Projekt und unter normalen Umständen wird jedes Jahr ein komplett neues Auto gebaut. Wie gesagt, unter normalen Umständen. Dieses Jahr wurde aufgrund der Corona-Situation letzten Jahres, wodurch wir mit unserem letztjährigen Autos nicht an den Formula Students Events teilnehmen konnten, kein neues Auto gebaut. Das Ziel dieses Jahr war es, das letztjährige Auto mit weiterzuentwickeln, obwohl die grundlegenden Bauteile gleich blieben, wie zum Beispiel Chassis, Batterie, Inverter, Motor und das Fahrwerk-Grundkonzept, trotzdem neue innovative Ideen ins Auto zu bringen und das Auto zu verbessern. Und damit wir mit diesem Auto dieses Jahr kompetitiv an den Formula Student Events teilnehmen können. Bevor wir Ihnen die Neuerungen an Alve präsentieren, möchte ich noch einen kurzen Einblick in die Formula Student geben. Der mittlerweile größte Ingenieurswettbewerb der Welt wurde 1981 in den Vereinigten Staaten gegründet. Seit 2007 nimmt auch der AMZ daran teil. 2010 wurde dann die Electric-Klasse ins Leben gerufen, an der der AMZ seither erfolgreich teilnimmt. Die Formula Student ist unterteilt in dynamische und statische Disziplinen. Es erfordert also nicht nur ein schnelles Auto, welches auch zuverlässig ist, damit man bei den dynamischen Disziplinen überzeugen kann, sondern bedarf es auch einem großen technischen und theoretischen Know-how im Maschinenbaubereich, damit man beispielsweise bei den Design-Events die Juroren von aus verschiedenen Industriestädten und auch Rennserien, wie beispielsweise der Formel 1, von seinen Designentscheidungen überzeugen kann. Obwohl unser Auto dieses Jahr von außen ziemlich ähnlich ausschaut wie letztes Jahr, wird es auf der Rennstrecke jedoch sehr deutlich, dass viel Innovation in diesem letzten Jahr betrieben wurde. Unser Auto dieses Jahr hat nicht nur den leichtesten Kabelbaum in der Geschichte des AMZ, sondern auch die stärksten Motoren, welche mit unserem Auto ein Leistungsgewicht von 1,3 PS pro Kilogramm in unser Auto bringen, was vergleichbar ist mit der Formel 1. Wir haben dieses Jahr auch wiederum ein hydraulisches Fahrwerk, dieses Jahr mit einfach einstellbaren Blattfedern und auch einer aktiven Fahrzeug. Höhenregelung, welche uns erlaubt, die optimale Fahrzeughöhe in jeder Situation zu erhalten. Unsere neu entwickelte Aerodynamik bringt bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h das gleiche Gewicht wie das Fahrzeug nochmal auf die Straße und erlaubt uns so, den optimalen Abtrieb in jeder Kurvenlage zu erzeugen. Eine neue Regelung mit neuen Implementationen wie einer Geschwindigkeitsabschätzung erlaubt es uns, unsere Fahrzeugdynamikregelung in jeder Situation perfekt zu optimieren und perfekt einzustellen. Unsere Felgen haben dieses Jahr 50% des Gewichtes unserer letztjährigen Alufelgen. Sie erlauben uns, auch basierend auf einer Kohlenstoff-Sandwich-Struktur mit Rohrzellkern, Gewicht zu sparen, was sich in unserer Rundenzeit von ca. 0,2 Sekunden pro Runde verdeutlicht, was im Motorsport bereits einen großen Einfluss hat. Es gibt auch viele andere neue innovative Konzepte unseres Fahrzeugs, neben den Felgen und dem Fahrwerk, was ich bereits gesagt habe. Eine 10-minütige Präsentation ist leider zu wenig, um auf alle diese innovativen Konzepte einzugehen. Wir werden nachher im Q&A und im Live-Chat viele Fragen und auch weitere Ideen mit Ihnen besprechen können, werden aber jetzt in der restlichen Präsentation auf 4 Konzepte genauer eingehen. Ja, das erste dieser 4 Konzepte ist unsere komplett überholte Kühlung. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Temperaturprobleme und deshalb waren dort neue Konzepte vonnöten. Wir haben nicht nur bei der Wasserkühlung, sondern auch in der Luftkühlung große Schritte vorwärts gemacht. Beispielsweise unsere selbstentwickelten Radiatoren, welche auf einer Triple Periodic Minimal Surface Lattice Struktur basieren. Damit erreichen wir eine Wärmeübertragung von 117% pro Kilogramm, was einiges höher ist als bei den vorher verwendeten kommerziell erhältlichen Lüftern. Auch erreichen wir einen niedrigeren Druckverlust und dadurch weniger Energieverbrauch. Wir konnten also schlussendlich hinten an die Radiatoren effizientere Lüfter ranhängen, welche auch leichter sind. Wir schaffen es, bei der Hälfte des vorherigen Stromverbrauchs einen höheren Luftfluss zu erzeugen und sind dadurch kommerziell erhältlichen Lüftern stark überlegen. Auch die Integration in unser Aerodynamikpaket haben diese Radiatoren hervorragend geschafft und nicht nur sind sie nun dafür verantwortlich, dass wir keine Temperaturprobleme mehr haben, sondern erhöhen sie auch noch den Abtriebswert merklich. Ein großer Unterschied an dem diesjährigen Radträger ist, dass er nicht wie normal mit Wasser, sondern mit Luft gekühlt, unsere Motor nicht mit Wasser, sondern mit Luft kühlt.
laut Berechnungen erlaubt es uns, diese neue Luftkühlung erlaubt uns laut Berechnungen Rundenzeiteinsparungen, welche im kompetitiven Rahmen der Formula Student bereits große Unterschiede machen können. Der Aufbau dieses Modells dieses Jahr, dieser Luftkühlung dieses Jahr, hat begonnen mit dem Vergleich verschiedener Kühlungsgeometrien, wie zum Beispiel Kühlfinnen, Kühlrippen, wie man sie kennt aus unserer Thermodynamik 2-Vorlesung. Und auf die beste dieser ausgewählten Geometrien wurde mit einer selbstgeschriebenen Optimierung optimiert. Diese Optimierung wurde verwendet, um einen Prototypen zu bauen. Der Prototyp wurde validiert wurde dafür verwendet, unsere Berechnungen und Simulationen zu validieren und damit auch ein finales Konzept zu erstellen, das wir danach in unser Fahrzeug integrieren konnten. Die Integration in das Fahrzeug war auch eine Challenge an sich, weil wir mit unseren diesjährigen 10-Zoll-Felgen relativ beschränkt im Bauraum in der Felge selber sind. Die Implementierung hat gut geklappt und wir sind bereits daran, dieses Teil zu testen. Eine weitere sehr spannende Entwicklung ist unseren Aerodynamikern dieses Jahr gelungen. Es ist uns gelungen, eine Simulation aufzubauen, welche jedem erlaubt, wirklich jedem, Teile zu zeichnen im CAD, die in das Modell des Fahrzeugs per Knopfdruck zu implementieren und innerhalb von 60 Sekunden eine komplette CFD-Simulation vorbereitet zu haben. Ein grafisches User Interface erlaubt dann, diese Simulation zu starten und innerhalb von 4 Stunden zuverlässige und Ergebnisse zu erhalten, welche wir bereits dieses Jahr auch im Windkanal validieren konnten und auch am Auto selber mit Drucksensoren testen konnten. Ja, um nun noch auf das letzte der 4 genauer erklärten Module einzugehen, die Regelung. Dieses Jahr wurde hier ein vielseitiger, also der Fokus war sehr vielseitig im Regelungsmodul. Neben neuen fahrdynamischen Regelungskonzepten war auch die Implementation eines neuen Reifenmodells ein großer Bestandteil. Man muss hier sehen, dass da die Reifen der einzige Kontakt zwischen dem Auto zum Boden sind, diese ein enorm wichtiges Bauteil am Auto darstellen. Und schon nur mit kleinen Verbesserungen daran schaffen wir es, wirklich merkliche Unterschiede auf der Rundenzeit zu erzielen. Wir haben dann also das Modell erstellt mit eigens erhobenen Reifentestdaten und dieses an ein Pacheca-Modell gefittet. Das Ziel davon war es, die Reifen schlussendlich optimal zu belasten und auch unsere Traktionskontrolle und die Drehmomentenverteilung, also unser Torque Vectoring, optimal einzustellen. Eine weitere Aufgabe des diesjährigen Regelungsmoduls war es, die Finalisierung und auch die Validierung unserer Rundenzeitensimulationen weiterzutreiben. Dazu haben wir eine Aufhängung mit Dehnmessstreifen versehen und diese auf einem ausgeklügelten Testtrack getestet. Hier waren die Dehnmessstreifen verantwortlich für die Kräftemessung auf den einzelnen Querlenkern. Wir können dann mit diesen Werten diese auf den Radträger projizieren und schlussendlich eine Rückrechnung auf die Reifenkontaktfläche mit dem Boden machen. Somit schaffen wir es, sehr genau auszulesen, was für Kräfte auf unser Fahrwerk wirken, auch auf unsere Reifen, und dadurch unsere Rundenzeitensimulation und unsere Lastfallsimulation zu validieren. Auch hat diese Rundenzeitensimulation große Einflüsse auf die Auswirkungen von Fahrwerkseinstellungen, damit wir diese voraussagen können, und auch für zukünftige Designentscheidungen wird sie uns sehr viel helfen, da wir zum Beispiel Veränderungen wie Gewicht oder so direkt simulieren können und schauen, wie groß ist der Unterschied auf die Rundenzeit tatsächlich. Ja, das wäre es dann auch schon gewesen von diesen 4 Systemen, die wir euch hier näher bringen wollten. An letzter Stelle noch ein großes Dankeschön an alle unsere Sponsoren, denn ohne die großzügige Hilfe, die wir auch in diesem schwierigen Jahr erfahren haben, wäre es uns nicht möglich gewesen, so ein Auto zu bauen.